Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst aus der Alt-Rahlstädter Kirche. Heute ist der letzte Sonntag vor dem großen Fest der Kirche, Pfingsten, das große Fest des Heiligen Geistes. Wir freuen uns sehr, dass zu diesem wichtigen Ereignis Pastor Gossmann aus der Jerusalem-Gemeinde uns eine Predigt halten wird. Vielen Dank schon einmal dafür. Und für die Vorfreude schicke ich schon einmal voraus, dass wir Herrn Pastor Gossmann in diesem Jahr noch mehrfach bei uns im Gottesdienst haben werden. Wir sind in einem Jahr, in dem wir unsere Pläne und Vorstellungen häufig zurückstellen oder aber anpassen müssen. Das waren wir nicht gewohnt und manch einer verliert in dieser Zeit seinen persönlichen Halt. Seine Sicherheit. Aber es gibt eine Sicherheit bei Gott, auf die wir vertrauen dürfen. Er ist für unser Auge nicht sichtbar, aber er ist spürbar und erfahrbar, wenn wir uns auf diesen Unbekannten einlassen können. Dazu laden wir heute Abend ein, zu einer Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und so bitten wir dich, Herr, dass du Herrn Pastor Gossmann mit deinem Wort segnest, wenn er es uns predigt. Sei um ihn, erfülle ihn. Auch wir kommen in deine Nähe und bitten dich, dass uns dein Wort zum Segen gereicht, dass wir dich ein Stück erkennen und uns von dir stärken und ausrichten lassen. So wollen wir diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten mit den Worten des 27. Psalmes. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Bösartigen an mich wollen, mich zu fressen, meine Widersacher und Feinde, sie müssen straucheln und fallen. Wenn sie schon ein Heer wider mich legt, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, bin ich doch voll Zuversicht. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt und beschirmt mich zur bösen Zeit. Er verbirgt mich heimlich in seinem Gezelt. Er erhebt mich auf einen Felsen und wird erhöhen mein Haupt über meine Feinde ringsum. So will ich in seinem Gezelt Lob opfern. Ich will singen und spielen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und gib mich nicht preis, Gott, mein Heiland. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf richtige Bahn, meinen Widersachern zum Trotz. Gib mich nicht in den Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich. Ich bin gewiss und ich vertraue. Ich werde schauen die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn.
Lasset uns beten. Allmächtiger und ewiger Gott, wir sind zusammengekommen, um die Gemeinschaft mit dir zu suchen. An diesem Sonntag, an dem die Himmelfahrt Jesu Christi hinter uns liegt, bei der dein Sohn aus unserer Welt zu dir aufgefahren ist. Und das Pfingstfest, das Fest der Gabe deines Heiligen Geistes, noch vor uns liegt. Wir sind, Herr, zu dir gekommen. Komme du nun auch zu uns. Öffne unsere Herzen und Sinne für deine Gegenwart unter uns, für dein Wirken in unserem Leben. Wenn du dein Wort an uns richtest, so wollen wir auf dich hören. Wir bitten dich, gib uns in dieser Stunde deinen Segen für unseren Gottesdienst. Dies bitten wir dich durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine eigenartige Zeit, diese Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus Christus ist in seine Himmelfahrt in den Bereich Gottes aufgestiegen, zu seinem Vater. Er weilt und wandelt somit nicht mehr auf der Erde, befindet sich nicht mehr in der Form in dieser Welt, in der er den Seinen nach seiner Auferstehung erschienen war. In dieser Form, in Form des auferstandenen Jesus Christus, ist Gott nicht mehr in dieser Welt. In der Form des Heiligen Geistes ist er jedoch noch nicht in dieser Welt, denn der kommt erst im Rahmen des Pfingstfestes in dieser Welt. Diese Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten sind somit gleichsam eine Zeit zwischen den Jahren. Das Bisherige ist nicht mehr da und das Neue noch nicht. Ist es also eine Zeit des Abwartens? Eine Zeit, die womöglich in gedämpfter Stimmung verbracht werden sollte? Der Predigtext für den heutigen Sonntag macht deutlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Nicht gedämpfte Stimmung, sondern überschwängliche Freude ist die Stimmung, die er uns vermittelt. Es steht im 7. Kapitel des Johannesevangeliums und lautet: Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus trat bei einem Fest öffentlich auf. Nehmen wir die Verse in den Blick, die unserem Predigtext unmittelbar vorangehen, dann sehen wir, dass es sich bei diesem Fest um Sukkot handelt, das Laubhüttenfest. Und Sukkot ist ein fröhliches Fest. Rabbiner de Vries beschreibt den freudigen Charakter des Sukkot-Festes in seinem Buch Jüdische Riten und Symbole folgendermaßen: Das Wahrzeichen von Sukkot ist Freude. Das Laubhüttenfest ist ein freudiges Fest ersten Ranges. Ja, man bezeichnet es auch einfach als das Fest, ohne jede nähere Umschreibung. Im Land Israel erreichte die Freude zu biblischen Zeiten gerade zur Erntezeit ihren Gipfel. Die Freude dieses Festes ist untrennbar verbunden mit der Wasserspende, die im Rahmen dieses Festes ihren Ort hat. Denn Zugang zum Wasser zu haben, ist Grund zur Freude. Das mag uns im oft verregneten Hamburg nicht immer bewusst sein, zumal wir ja nur den Wasserhahn aufzudrehen brauchen, wenn wir Wasser haben möchten. Aber im Lande Israel war und ist dies grundlegend anders. Im babylonischen Talmud heißt es: Wer die Freude beim Wasserschöpfen nicht gesehen hat, hat im Leben keine Freude gesehen. Im Rahmen dieses Freudenfestes trat Jesus auf. Er tat dies am letzten Tag des Festes, der der höchste war. Wahrscheinlich war dies der 7. Tag, da die Wasserspende, die für das Sukkotfest konstitutiv ist, auf 7 Tage festgelegt ist. Und damit wäre es genau genommen nicht der letzte, sondern der vorletzte Tag, da dieses Fest insgesamt 8 Tage dauert. Im Rahmen dieses Freudenfestes also trat Jesus auf und verkündigte seine freudige Botschaft, mit der er auf die Wasserspende Bezug nahm. Er rief die Aufforderung: Wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und verband sie mit der Verheißung:
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Diese Verheißung verdient es, näher in Augenschein genommen zu werden. Sie erinnert an die Verheißung im Buch des Propheten Jesaja. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Um diese Verheißung besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, sie in ihrem Zusammenhang zu hören. Dieser Zusammenhang ist die Unterscheidung zwischen falschem und echtem Fasten im 58. Buch, Kapitel des Jesaja-Buches. Ich lese diesen Abschnitt vor. Rufe getrost, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit? Wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Du wirst rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wer das echte Fasten in die Tat umsetzt, wer es lebt, indem er sich dem bedürftigen Nächsten zuwendet, dem wird hier verheißen, dass er wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt, sein wird. Über die Verheißung der Ströme lebendigen Wassers schreibt Martin Luther, Ströme sollen fließen, Wasser, das lebendig macht. Wer zu mir kommt, den will ich zubereiten, dass er nicht allein für seine Person gelabt und erquickt werden soll, sondern
Ich will ihn zu einem starken, feinen Fass machen. Ich will ihm den Heiligen Geist und Gaben geben, dass er zu anderen Leuten fließe, die tränke, tröste, stärke, auch vielen anderen Leuten diene, sie tränke, wie wir getränkt sind, sie tröste, wie wir getrost sind. Werfen wir einen Blick in den griechischen Text, dann zeigt sich allerdings, dass keineswegs klar ist, ob die Wasserströme nun von Jesus oder von den Glaubenden ausgehen. Die Deutung auf die Glaubenden, wie sie in der Luther-Übersetzung zum Ausdruck kommt, ist umstritten. Exegetinnen und Exegeten in neuerer Zeit sprechen sich mehrheitlich für die Deutung auf Jesus aus. Diese Frage werden wir hier offen lassen müssen. Aber sie ist meines Erachtens auch gar nicht von so großer Bedeutung für das Verständnis unseres heutigen Predigttextes. Denn diese beiden Verstehensmöglichkeiten sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das Entscheidende ist die Aussage, dass der, der Durst hat, von Jesus Wasser bekommt und ihn dieses Wasser sättigt und ihn zugleich gleichsam durchströmt und sich auf diese Weise anderen mitteilt. Das Bild, dass ein Mensch zu einer Wasserquelle werden kann, begegnet auch in der rabbinischen Literatur. Im Midrasch Tehillim zum zweiten Psalm heißt es, wie das Wasser tropfenweise niederfällt und daraus ganze Bäche werden, so verhält es sich mit den Worten der Tora. Der Mensch lernt heute eine Halacha und morgen wiederum eine Halacha, bis er mächtig überströmt wie eine Quelle. Wir kennen alle das Sprichwort, dass demjenigen, dem das Herz voll ist, der Mund überläuft. In unserem heutigen Predigttext wird uns verheißen, dass Jesus Christus uns das Herz auf eine so umfassende Art und Weise füllt, dass wir gar nicht anders können, als andere an dieser Fülle teilhaben zu lassen. Das Mitteilen dieser Freude an andere, das Teilen dieser Freude mit anderen, hat aber ganz gewiss nicht zur Folge, dass wir dadurch weniger Freude haben. Um noch einmal aus dem Schatz unserer Sprichwörter zu schöpfen, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und diese Verheißung hören wir am heutigen Sonntag ex Audi, dem Sonntag zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Dabei wird im letzten Vers unseres Predigttextes auch deutlich gesagt, dass die Erfüllung dieser Verheißung nicht umgehend zu erwarten ist. Ich lese diesen Vers noch einmal. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Die verheißene Freude wird durch den Heiligen Geist ausgelöst, der war noch nicht da, als Jesus diese Verheißung aussprach. Der werde, so die Aussage dieses Verses, erst dann kommen, wenn Jesus verherrlicht ist. Mit anderen Worten, wenn Jesus am Kreuz stirbt. Denn der Kreuzestod Jesu wird im Johannesevangelium als seine Verherrlichung verstanden. Somit geht es hier noch nicht um die Freude über den bereits bei den Jüngern Jesu angekommenen Geist, sondern um die Vorfreude auf ihn. Diese Vorfreude hat ihren festen Grund, denn das Kommen des Geistes ist von Jesus selbst verheißen und auf sein Wort ist Verlass. Unter diese Verheißung können wir uns stellen. Wir sind zwar in einer anderen Situation als die Jünger, denen Jesus hier das Kommen des Geistes verheißt, aber wir sind in einer ähnlichen Situation, weil wir uns auf das Pfingstfest und somit auf das Kommen des Geistes in unser Leben vorbereiten. Und so können auch wir uns von der Aufforderung Jesu ansprechen lassen, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Wir dürfen, wie die Jünger Jesu, darauf vertrauen,
dass Jesus uns den Weg zu der Quelle eröffnet, die uns das Wasser des Lebens bereithält, wenn wir uns an ihn wenden. Amen. Lasset uns beten. Heiliger und barmherziger Gott, du bist da, wenn wir dich brauchen. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen wir dies nicht wahrnehmen. Zeiten, in denen du nicht da zu sein scheinst und die uns schwer werden. Aber auch dann bist du bei uns und für uns da. Darauf können wir uns verlassen, denn du hast es uns zugesagt. Deine Zusage schenkt uns einen Frieden, den wir nur durch dich bekommen können. Dafür sagen wir dir von Herzen Dank. Wir bitten dich, lass deinen Frieden auch die Menschen spüren, die ihn in ihrem Leben noch nicht haben wahrnehmen können. Wir bringen Namen von Menschen vor dich, für die wir dich besonders bitten möchten. Barmherziger Gott, nimm dich diese Menschen an und schenke ihnen deine Güte und Nähe. Wir beten gemeinsam, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen des Herrn.
und der Segen büte euch, Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir danken dir von Herzen, dass du uns durch Predigt, Gebet und Lobpreis gestärkt hast. Nun mache uns bereit, dein Wort im Alltag umzusetzen. Euch allen eine gesegnete Zeit bis zum nächsten Gottesdienst, vielleicht ja wieder von Angesicht zu Angesicht. Gott behüte euch alle. Amen. Thank you.